Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu ARK Survival Evolved. Viele haben es sich als Projekt zurückgewünscht und ich habe mich lange gesträubt, weil mir auch ein bisschen die Lust fehlt und ich hatte ja eher so ein bisschen Lust, ein paar Guides etc. zu machen und dann waren ja auch noch die ganzen Dossiers. Aber ich habe jetzt auch für mich privat wieder angefangen, mehr ARK zu spielen und jetzt Anfang Februar, ich glaube es ist 3. Februar, kam eine neue Map raus. Das Ganze nennt sich The Center. Und das hier ist die auch. Ich möchte die zusammen mit euch erkunden. Ich habe mir hier noch nichts angesehen. Ich habe jetzt allerdings mal wieder ein bisschen in den Grafikoptionen rumgespielt. Und ich weiß noch nicht, ob das so ganz mit der Aufnahme vereinbar ist. Aber ich werde es jetzt mal so lassen und vielleicht immer mal wieder so ein bisschen adjustieren. Ich habe auch diverse Mods drauf. Die nenne ich euch jetzt nicht alle. Das werdet ihr dann nach und nach sehen. Als Beispiel Dynamic Color Mod habe ich beispielsweise drauf. Oder ich habe auch hier Perfect Hair Forever Mod drauf und so weiter und so fort. Weil ich habe mir gedacht, wenn ich nochmal so ein Projekt starte, dann auf jeden Fall auch mit Mods. Und ich habe gesagt, es soll hier jetzt auch letzten Donnerstag, glaube ich, ein Lava-Biom auch eingefügt worden sein. Die Map befindet sich im Moment 40% ist sozusagen fertig. Und ja, ich habe hier wahnsinnig Lust drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich weiß noch nicht, wie schnell ich immer was bringen kann an den Folgen. Weil, wie gesagt, ich muss jetzt auch unbedingt wieder Unravel aufnehmen und Firewatch. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an. Dadurch, dass ich hier jetzt ein bisschen rumgetestet habe. Und mir einmal schnell eine Aufnahme hops gegangen ist, wie das auch so ist mit der Technik, habe ich schon ein Level bekommen. Das habe ich in Fortitude gesteckt. Und dadurch, wie gesagt, dass ich hier ein bisschen rumgestanden habe, habe ich das ein oder andere schon bekommen. So. Okay. Dann fangen wir doch mal an. Wie gesagt, der hat mir erst. Ich wollte dieses Projekt eigentlich schon viel früher starten. Das Problem ist allerdings, da kam jetzt erstmal noch die Technik wieder in die Quere. Wie immer. Und deswegen hoffen wir jetzt mal das Beste. Und deswegen muss ich eventuell noch nachträglich die Settings ein bisschen anpassen, aber schauen wir doch erstmal. Es ist wieder so ungewohnt, in ARK anzufangen, ne? So, was brauche ich denn? Einen Flint und Thatch. Das kriegen wir doch hin. Holen wir uns das doch erstmal. So. Erstmal hier das ganz normale Equipment. Dann schauen wir mal, wie es uns hier so ergehen wird bei The Center. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es ein Lava-Biom geben soll und das war's dann auch schon. So, Dodo. Es tut mir leid, aber ich brauche noch Hide. Deswegen musst du da mal ein bisschen herhalten, auch wenn du mir gerade nicht sonderlich viel gegeben hast, muss ich gestehen. Na, der Dilo ist da festgebackt. Kümmern wir uns doch erstmal hier um die Dodos. Welches Level bist du? Level 60, okay. Oh! Das erklärt. Oh! Oh! Oh, es tut mir leid, Kumpel. Heilige! So. Das hätte nicht passieren sollen. Okay, aber da. Genau, du warst hier noch. Level 24. Wollen wir jetzt erstmal von denen ein bisschen Hide. Das ist das Schnellste, wo wir gerade mit rankommen. Du entkommst mir nicht, Kumpel. Ich muss zwar gerade mein Stamina aufladen, aber du entkommst mir nicht. So. Ist mal das Camp. Habe ich das schon geskillt? Ach ja, genau, das war noch von meiner letzten Aufnahme.
Und ich sollte vielleicht auch erstmal mein Level verteilen, ne? Super, Katanchan. Echt super. Hast du gut gemacht. Okay, nehmen wir hier mal den Waterskin. Ich habe schon gerade gedacht, was ist los? Irgendwas fehlt. Okay, Stone möchte ich noch haben. Dann werden wir uns erstmal das Fleisch brutzeln. Ich weiß gar nicht, wie viel braucht es. Ich habe nicht nachgeguckt. Wie viel war das? Ja, kann ich schon machen. Okay, cool. So. Warum auch nicht, wenn wir es schon mal haben? Dann sei es uns gegönnt. Und jetzt werde ich mir mal ein bisschen Fiber besorgen gehen. Wie gesagt, bei den Settings, ich habe die auch alle so ein bisschen höher geschraubt, dass wir jetzt auch nicht ewig hier am Anfang rumgurken, sondern ja auch ein bisschen was schaffen. Weil ich sag mal, der Anfang in Ark ist natürlich immer ein bisschen schwieriger. Und wie gesagt, habe ich ja alles so ein bisschen die Settings höher geschraubt. Weil sonst sitzen wir hier noch ewig dran. Aber auf jeden Fall bin ich sehr gespannt von der Map. So, das können wir schon mal, das können wir uns noch die Hose und das Oberteil fehlt uns. Da ist doch ranzukommen. Da ist noch ein Dodo. Kumpel! Na, wie geht's? Na? Es ist für einen guten Zweck, okay? Und wenn ich mir so euer Dossier anschaue, wo es heißt, die paaren sich einfach nur ständig, um hier zu überleben, ist das schon okay. Ja, er leistet mir einen guten Zweck. So. Gleich sollte ich auch das Fiber zusammen haben. Auf jeden Fall habe ich ein Level zusammen. Das ist doch auch nicht schlecht. So, was hole ich mir denn mal? Ich möchte hier eigentlich am liebsten so ein bisschen erkunden. Aber es wäre natürlich ja auch nicht verkehrt, mir erstmal ein bisschen was zu bauen. Weil ich meine, mir die Insel angucken kann ich auch immer noch. So, lasst uns doch erstmal anziehen. Warum habe ich mir den gemacht? Ich meine, gut, okay. Ich musste mir ja einen geben, um die Perücke aufzuziehen. Dann hat sich das damit erledigt. Sehen wir es mal so an. Dann habe ich die Rohstoffe dafür auch wieder ausgegeben. Okay. Was tun wir als nächstes? Gute Frage, nächste Frage. Oh, ich kann mir den schon basteln. Ja, dann machen wir das doch mal. Jetzt bräuchte ich eigentlich ganz viel, ja, von den Standardsachen Wood, Fiber, Thatch und so weiter. Dann werde ich mir als nächstes noch die Kiste schon mal basteln. Dass ich da so ein bisschen meine Sachen unterbringen kann. Und erstmal, ich denke, ich werde hier jetzt einfach erstmal bleiben. Und die Insel dann später erkunden. Weil es bringt mir jetzt nichts, wenn ich hier jetzt überall rumlaufe. Und die ganze Zeit sterbe. Oh. Eigentlich bräuchte ich dein Hide. Schon mal für später. Wenn ich mir ein Bett bastel. Oh, das ist nicht gut. Du Arsch! Bringt er sich bei der Schildkröte in Sicherheit? Gewieft. Unglaublich. Und das von einem Dodo. Wer hätte das gedacht? Okay, den Dialog muss ich jetzt nicht unbedingt befreien. Ich bin zu schwer. Das ist doch schön. Woran liegt's? An dem Holz. Was auch sonst. Komm, craft mir das mal. Fiber. Ja, Fiber. Oh, jetzt flieht er. Dieser
Nee, ich glaube das nicht. Ich brauche eine Kiste. But I don't have it. Was fehlt mir denn? Fiber. Ich hätte erst die Kiste nehmen sollen. Ich habe es vergessen. Na, großartig. Na gut. Und jetzt erstmal ein bisschen Fiber. Nicht Stone. Fiber. Dann verschwende ich auch schon mal ein bisschen Holz. Weil die hier brauche ich nicht. Eigentlich ist es das verdammte Holz. Oh Gott, jetzt geht gar nichts mehr großartig. Komm. Weg damit. Ich hab da gleich eh mein Fleisch. Klappe. Okay. What should I do? Ich brauche ein Level Up. Ah, da ist ein Kompi. Sweet. Okay. Gib mal das her. Dann kriegst du das noch. So. Wir sind auch schon ganz gut aufgestellt. Was ich halt jetzt noch brauche, ist ein Level Up. Ich könnte. Ja, was könnte ich eigentlich? Ich brauche eine Kiste. Ich brauche eine verdammte Kiste. Ach komm, wisst ihr was? Wir bauen uns jetzt gerade mal ein paar Fackeln. Weil Bauen gibt ja schließlich auch Erfahrung. Dann pushen wir uns damit mal gerade so ein bisschen hoch. Ist auch nicht verkehrt. Was braucht ihr eigentlich? Wood, Flint und Stone. Na gut. Passt schon irgendwo. Wir werden das später sowieso wieder reinbekommen. Nur jetzt brauche ich die nicht. Aber auf jeden Fall, dass ich ein bisschen Erfahrung bekomme. Okay, mir fehlt's an Flint. Holen wir uns den mal gerade. Oh, da hinten ist noch einer von den kleinen. Level 100! Willst du mich natzen? Kumpel, wo sind deine Freunde? Da hinten ist einer. Wehe, der kommt näher, ne? Ansonsten kannst du ja bei mir bleiben, aber. ja. Glaub's nicht. Instant ein Level 100er. Beunruhigt mich ja so gar nicht, nein. Instanten Level 100 Kompi. Na gut, zumindest waren seine Artgenossen nicht ganz so in der Nähe. Sonst hätte ich jetzt ein kleines Problem gehabt. Ein kleines, aber feines. Okay. Ja, so kann man auch XP farmen. Das geht auch so. Wie gesagt, ich kann mir jetzt auch schon im Prinzip die Wände craften. Das könnte ich jetzt auch machen, aber dann bin ich halt so schnell überladen. Und deswegen mache ich das im Moment jetzt gerade mit einer Fackel. Und wenn ich dann eine Kiste habe, dann kann ich das da auch kurz reinpacken. Dann kann ich mich auch um den Hausbau kümmern. Im Übrigen, ich habe das auch zeitlich gemacht, dass der Tag länger ist und die Nacht ziemlich kurz, weil in der Nacht kann ich eh nicht so viel machen und auch wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, YouTube macht das ja immer noch mal ein bisschen dunkler, ist das auch für euch ein bisschen kontraproduktiv, deswegen ist die Nacht hier nicht sonderlich lang. So, dann gib mir mal das und das. Dann sind wir doch eigentlich schon mal ganz gut aufgestellt. Ich hatte hier auch, wenn ihr die Karte einmal anseht, das ist die. Okay. Das wird schwierig. Das ist die Map.
von dem richtigen Ark Survival Evolved. Hat das hier noch gar keine richtige Map? Das wäre schlecht. Das weiß ich nämlich jetzt gar nicht. Aber es würde auf jeden Fall ein paar Sachen etwas erschweren. Okay. Problem Nummer 1 gefunden. Die Map. Dabei benutze ich sie ganz schön häufig. Scheiße. Okay. Alles cool. Wie gesagt, die Map ist jetzt gerade mal 40% fertig und das ist natürlich alles noch nicht ganz so, wie es sein soll. Aber ich hatte jetzt mit der Map gedacht. Ja, scheiße. Nichts mit der Map. Naja, gut. Muss ich mit leben. Was brauche ich denn? Fiber. Das ist irgendwie immer Fiber am Anfang, ne? Problem Nummer 1. So Holz und Thatch, das kriegst du eigentlich relativ schnell, aber Fiber ist da echt ein Problem, wenn du halt kein Gigantopithecus hast. Den bekommst du halt erst ab Level 30. Das wusste ich zum Zeitpunkt noch gar nicht. Ich hatte eine Weile mal gedacht, den kann man sich immer holen, bis mir dann jemand sagte, nee, nee, den kannst du erst ab Level 30 bekommen. Und die Metallsichel, die dauert halt auch noch ein Weilchen, deswegen ist Fiber jetzt im Moment noch so ein bisschen mühselig. Aber gut, was soll man machen? Den konnte ich mir im Übrigen auch machen, aber dadurch, dass ich direkt am Wasser bin, brauche ich das jetzt noch nicht so unbedingt. So. Einmal das und das. Erstmal da, wo es mich nicht stört, wo ich möglicherweise später bauen möchte. Und dann einmal hier. Und falls etwas passiert, klatsche ich den hier jetzt auch schon mal hin. Schaut mal, sieht das nicht klasse aus? Also ich finde das fantastisch. Das sieht auch so richtig super aus. Kann man schon toll was mit anfangen. Okay, das kann noch da rein. Das kann da rein. Das andere lasse ich noch mal zum Bauen. Das brauche ich ja eh gleich. Aber das kann weg. Das, 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 das. Das und das kann auch weg. Dann bauen wir die schon mal. Aber es freut mich, wenn wir erstmal so über den Anfang hinwegkommen und dann hier die Insel erkunden können, dann wird das ja alles auch nochmal so ein bisschen spannender. Aber für den Anfang müssen wir uns hiermit erstmal so ein bisschen begnügen. So, hatten wir das. Dann gehen wir mal ein bisschen auf Holzjagd. Und gleich wird es wieder das alte Fiber-Problem sein. Was auch sonst. Ja, guck mal, ich habe nämlich nur noch 16 Fiber. Ich glaube, dann gehe ich jetzt erstmal so ein bisschen Fiber farmen. Vielleicht mache ich das auch gleich ein bisschen offscreen. Wie gesagt, ich möchte immer so ein bisschen onscreen machen und manche Sachen halt auch. Das wird auch so für später sein, wenn ich halt irgendwie ein bisschen was Farben gehen muss, zum Beispiel hier auch jetzt das Fiber. Das muss ich ja jetzt nicht die ganze Zeit onscreen machen. Ich meine, ihr wisst, wie man Fiber bekommt. Und deswegen möchte ich immer mal so ein bisschen was reinschneiden oder auch ein bisschen halt was weglassen. Jetzt passt es halt ganz gut, weil ich jetzt den Part beenden werde. Dann da werde ich halt, denke ich mal, ein bisschen offscreen farmen gehen. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen und ich hoffe auch allgemein, dass ihr euch freut, dass jetzt mal wieder ein ARK-Projekt kommt und eben jetzt nicht nur ein Guide. Und auch auf einer neuen Map. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Und lasst mich auf jeden Fall. Das wäre zum Anfang perfekt.
Oh. Nicht ganz. Trotzdem wärst du perfekt. Na, schauen wir mal. Wie gesagt, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich freue mich auch immer über Kommentare, Bewertungen. Und ja, lasst uns zusammen das Center erkunden. Also, bis dann.